Weise. Nicht. In keinster Weise. Na wunderbar. Diese Side Letters zeigen eine politische Unkultur, eine gelebte politische systemisierte Korruption, eine Freundelwirtschaft, einen Nepotismus, einen Amtsmissbrauch, eine Untreue an Volksvermögen, an den Funktionen des Staates. Es sind in beiden Side Lettern, und das hat Professor Mayer richtigerweise gesagt, hier am Sender, gestern auch im ORF, es ist das Finanzmarktaufsichtsgesetz gebrochen worden, es ist das Aktiengesetz gebrochen worden, es ist das ORF-Gesetz gebrochen worden. Mayer empfiehlt daher eine Anzeige und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Kogler, gegen Kurz und gegen Strache. Da bin ich voll dafür, denn es ist Zeit für Sauberkeit. Mit diesen Umständen, wie in diesem Land, das gesamte Land zu Tode geschachert wird, kehrt aufgerammt, egal ob das ein Freiheitlicher ist, egal ob das ein Roter ist, ein Schwarzer oder ein Grüner, das darf es nicht mehr geben. Und ich kritisiere beide gleichermaßen, sowohl Strache als auch Kogler und die Grünen. Und zwar warum? Weil beide Parteien, Strache, der Robin Hood, der Rächer, der Enterbten, der Vertreter des kleinen Mannes, aber auch Werner Kogler, der Vertreter des Anstands und der Transparenz und der Gutmenschlichkeit, beide in Wahrheit am Sautrog sich ähnlich benehmen wie alle Schweine in der Zweiten Republik. Diese Republik wird geschändert durch solche Side Letters. Die politischen Verhältnisse, die politischen Aktivitäten sind nicht mehr nachvollziehbar. Es üble Hinterzimmerdeals wie in den Chicago der 30er Jahren, wo diese Republik am Reißbrett ausgearbeitet ist und wo Anstand und Ideologie und Gesinnung nichts mehr gilt. Ich meine, das Side Letter, das sie Postenschacher, war mir immer klar, bei den Schwarzen, bei den Blauen, wie auch jetzt bei den Grünen. Aber was die Grünen noch besser gemacht haben, ist, sie verraten auch ihre eigene Ideologie. Sie sagen, ja, wir machen ein Kopftuchverbot, also weg mit den Islamisten, gerade die Grünen, die jeden mit einem Kopftuch ausstatten will. Ich erinnere an Van der Bellen, jeder muss aus Solidarität ein Kopftuch tragen. Und der eigene Kogler sagt dann, weg mit dem Kopftuch, damit der Herr Lockl ORF-Stiftungsratsvorsitzender wird. Die dealen das Kopftuch ab mit Positionen. Diese Regierung ist vorbei. Und ich kann nur appellieren, vielleicht gibt es heute einige Zuseher, vielleicht gibt es auch Rechtsanwälte dabei, vielleicht komme ich die nächsten Tage dazu. Diese drei Personen wegen dieser Side Letters, die hier unterschrieben haben, Kurz, Kogler und Strache, wegen Amtsmissbrauch, wegen Untreue, wegen der Verletzung des Aktiengesetzes, des Finanzaufsichtsgesetzes und des ORF-Gesetzes anzuzeigen.